Dann erzähl mal was. Was denn? Nein! Doch, erzähl mal was jetzt. Wo sind wir? Ja, wir sind hier heute Abend in meiner Küche in Bielefeld. Das Programm ist kolumbianisch gestaltet, angeblich. Der Plan ist, den Chefkoch Freddy mit Arepas zu bemühen heute Abend. Hallo, hi, wie geht's? Hi, hallo. Das ist die Hauptzutat für die Arepas aus Kolumbien. Vorgekochtes Maismehl. Da werden irgendwelche Fladen gleich draus gemacht. Wenn wir Glück haben, noch mit Eiern gefüllt. Und ansonsten steht Kochbanane auf dem Speiseplan und der Reiskocher wird noch mit Kokosnussreis bemüht. Cocina la arepa de huevo. Einfach machen. Ich filme ihn und wenn ich Fragen habe, frage ich dich einfach und dann fragst du ihn einfach. Okay, läuft. Also erst mal, wie viel Wasser nimmt er? Ja. Er macht Wasser warm irgendwie. Aber wie viel ungefähr? Ist egal. Ist egal. Das wird erstmal guten Schwung Wasser warm machen und dann. Er wird nicht das ganze Wasser benutzen. That's for the flour. Ja. Wir mixed some warm water into the flour. To mix it, to make a Thai. Ja? Hm? Thai. For arepa. So, wie viel Reis? Keine Ahnung, ich habe anderthalb Bottiche gemacht für einen Reiskocher. Anderthalb. There is only one kind of rice. Yeah. Pero el grano cómo se llama? Porque I don't know the name. It's rice. Also, es wird in Rundkornreis eigentlich. Wir haben gerade eine Diskussion damit angefangen. Heute hatten wir schon viele tolle Worte. Langkornreis. Ja, in Kolumbien ist more gross. More gross. Rund. Ja, zeig mal jetzt hier weiter wegen dem heißen Wasser. Nicht das. Ach so, hier. Your hot water? Yeah. I have water. I'm gonna mix the hot water. What is this? The kitchen is shrunk. Kitchen shrunk. Sehr gut. Ja. Yeah. Sagst du es bitte einmal? The kitchen. Dunshaube. Dunstabzugshaube. Dunstabzugshaube. Hot and cold water? Ja, warm water. Okay, warm water. Ah. Eine Tasse. Ja. Wie viel Gramm ungefähr von dem Mais? How many grams? 50 Grams? Ja, yeah, no. 50 Gramm. 500 Grams. 500 Grams. Ah, okay. Ja. Aber ihr macht alles Freestyle, das ist schon mal cool. Also. Mit jemand auch. Deswegen sage ich, es kann vielleicht noch ein bisschen Wasser dazukommen, ein bisschen, ne? Ja. Okay, we are going to put some oil into the bowl. Alles schön mit der Hand, schön rund. Sieht perfekt aus. Gute Arbeit. Und warte, die Dicke noch einmal kurz filmen. Naja, da hinten ist so ein Brettchen, könnt ihr euch orientieren, so Zentimeter. Gabel. Ja. Und du? Erzähl mir was über Freddy. Woher kennt ihr euch?
Wir kennen uns aus der Karibik, wir haben uns auf San Andres kennengelernt. Ja, und waren da irgendwie eine Woche lang unterwegs und dann haben wir uns entschlossen, irgendwie zusammen weiterzureisen mit der Anna und dem Philipp zusammen und dann ja, kam der Freddy jetzt zu Besuch nach Deutschland. Nach unserem Urlaub. Now we are. I'm gonna to cut the bananas. Yeah. See. To put in the oven. Oven, sehr gut. Yeah. Das würde meine Frau jetzt gar nicht gefallen. Marge don't like bananas. Really? And avocados. Avocados? Nein. No. Die Frau kommt aus Chile. Oh, avocados, sehr gut. I love avocados. See, me too. Okay. So, die Kokosmilch wird hier in Wasser aufgelöst. Oder was ist das? Genau, das ist im Prinzip die Kokosmilch noch. Also das Wasser der Kokosmilch. Ah. Das irgendwie jetzt ein bisschen anrühren und das kommt gleich direkt mit dem Reis. Mit dem Reis, genau. Genau. Haben wir ja vorhin gefilmt mit den zwei Bottichen. Hier, zweimal der hier. Das ist die Bananas. How many minutes? 20. How many degrees? 180. 180. Bye bye, Bananas. Ja. Wie viele Minuten? Bis sie braun sind, würde ich sagen. Bis sie braun sind? Ja, der Opel-Ferner. Genau. Schöne Farbe, ja. Sehr heiß, sehr vorsichtig muss man sein, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Da ist das Fett noch auf jeden Fall abtropfen, was schon mal sehr lobenswert ist. Also schon mal, die sehen sehr schön aus. Hier ist der Trichter aus Alufolie. Da sind die zwei Löcher. Jetzt wird ein Ei aufgemacht. Jetzt will er das Ei da reinfüllen. Wo? Oh, ist das geklappt? Oh. Ein bisschen ist rausgekommen. Oh mein Gott, das ist auch nicht schlimm. So, jetzt kriegen die Bananen noch ein bisschen Käse ab. Ist da noch sehr klein? So. Langsam läuft hier ein Profi hier. Ist jetzt langsam eingespielt, der Freddy. Ja. Ja, Prost, ne? Ich danke, dass ich hier sein darf, lieber Ben. Danke, dass du da bist. Freddy, danke, dass du kochst. Ja. Wohl sein. Vor allem schön kolumbianisch. Das erste Mal auf unserem Blog, dass wir kolumbianisch kochen. Und endlich mal wieder einen neuen Gast kocht. Oh, das sieht... Wie vor Ort. It's too hot. Oh? Hot? Hm. A little bit. A little bit? Ja. Ist sehr heiß. Sehr hot. Quatschip. Das schmeckt jetzt schon Eieraroma raus. Riecht doch.
Sehr gut. Gut gemacht. Genau. Sieht man das Ei. Richtig röstlich, lecker aus. Das schmeckt auch. Willst du abbeißen? Auf jeden Fall. Das ist heiß. Verdammt. Ready? Ja? Taste it. Hot. Gut. Wie trinkt man Kakao in Kolumbien? Ja. Wie? How? Mit Käse. Käse, wir sind fertig mit unserem Essen. Man sieht richtig schön das Eigelb. Hier ist unser Kokosreis. Unsere Banane mit Käse überbacken. Ich habe hier noch was richtig Tolles. Das hat der Freddy auch mitgebracht. Wie heißt das? Agave. No, no. Name. Miel de agave. Sí, gracias. Agave, Zucker. Rein biologisch, hat sehr wenig Zucker im Vergleich zu den deutschen Produkten, kann ich nur empfehlen. Ich kann euch eine Flasche klar machen für 10 Euro. Leider kommt das bis aus Kolumbien bis hier hin, also deswegen ist es ein bisschen teurer. Wir machen so ein bisschen hier über den Reis noch. So. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Gracias.